gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Zufallszahlen zu erstellen. Einerseits die Random-Klasse, die meisten kennen, aber es gibt auch den Random Number Generator. Eine andere Klasse, die auch Zufallszahlen erstellt. Und diesmal schauen wir uns an, wann wollen wir wen verwenden und wer ist eigentlich schneller und wieso und weshalb und warum. Starten wir gleich los mit der Praxis mit einem Benchmark, der mal nachschaut, wie schnell ist eigentlich was von diesen beiden Optionen. Und dazu gibt es ja schon ein Video, wie wir mit Benchmark.net entsprechend arbeiten können. Und wir machen uns hier mal eine neue Klasse für den neuen Benchmark. Hallo. Add New Class. So, und diesen nennen wir einfach Random Benchmark. So, und in diesen Random Benchmark werden wir jetzt verschiedene Sachen reingeben. Wir machen mal Public, brauchen wir für den Benchmark entsprechend. Dann schauen wir uns auch an, wie viel Memory wir brauchen werden. Also Memory Diagnoser geben wir drüber. Und jetzt machen wir Folgendes, wir machen uns eine statische Random, RND ist gleich New. Das wird unser Random Objekt. Und dann machen wir noch mehrere Tests mit Get und Set. Und dann machen wir eben zwei Möglichkeiten. Classic Random, ja, das ist das, was wir jetzt hier haben. Machen wir einfach ein Byte Array oder ein Integer Array. Ein Integer, den wir machen. Kurz überlegen, wie machen wir es? Wir machen es einfach so. Wir machen eine Schleife. Wir generieren uns int i gleich 0, i kleiner Amount, i plus plus mehrere Zufallszahlen. Int x ist gleich random.next zwischen 0 und int max value. Max value. Also einfach einen zufälligen Integer. Aus dem soll ein Benchmark werden. Und die Amount werden die Parameter für den Benchmark params. Und zwar machen wir hier einmal mit 10, einmal mit 1000 und einmal mit 100.000. So, die zweite Option, wie wir Zufallszahlen generieren können, ist secure random benchmark. Und hier machen wir auch das gleiche. For int i gleich 0, i kleiner amount, i plus plus, machen wir int r ist gleich system security kryptographie random number generator get int 32. Also zwischen einem int, zwischen 0 und int max value. Gleiche wie drüben. So, das sind die zwei Versionen, wie wir einen entsprechenden Integer bekommen. Das machen wir jetzt relativ häufig, damit wir auch was sehen und es nicht zu schnell geht. Und diesen Benchmark, den wollen wir jetzt natürlich entsprechend ausführen. Ja, dazu brauchen wir benchmark.net running benchmark runner run und random benchmark hat er geheißen. So, build auf release kompilieren und dann schauen wir mal, was hier rauskommt. So, start without debugging. Der Benchmark läuft mal und ja, müssen wir jetzt nicht abwarten. Ich pausiere mal und wir schauen uns dann das Ergebnis an. So, das Ding ist mal fertig und dann sehen wir hier, dass wir durchaus sehr, 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 sehr viel länger bei den Secure Random Generator brauchen. Ja, zwischen 57 Nanosekunden und 1000 Nanosekunden, ja, das ist eine Millisekunde länger für 10 Zufallszahlen. Auch hier, es wird nicht besser, also es dauert schon wirklich, wirklich sehr viel länger, diesen Secure Random Number Generator zu verwenden gegenüber den klassischen Random. Aber warum nimmt man ihn dann trotzdem? Naja, der Secure, der ist halt kryptografisch insofern sicher, dass man hier mit dem Verfahren sicherstellt, dass es keine sich wiederholenden Sequenzen gibt. Dafür ist die Berechnung entsprechend aufwendiger. Ja, also brauchen wir Speed und nicht die Security, dann nehmen wir den normalen, und wenn wir aber wirklich sicher kryptografisch sichere Zufallszahlen brauchen, dann sollten wir diesen Secure Random verwenden. Allerdings, manchmal braucht man auch mehrere Zufallszahlen. Können wir jetzt mal
den Benchmark entsprechend erweitern und sagen, okay, wie wäre es, wenn wir uns gleich viele Zufallszahlen erzeugen lassen? Ja, wenn wir sozusagen, jetzt haben wir einfach im Array durchgemacht, wir machen mal Public Void Classic Random Multiple. Ja, machen auch einen Benchmark draus, Benchmark, und machen jetzt Folgendes: Wir machen hier ein Byte Array Data und das füllen wir jetzt mal mit Amount und das wollen wir jetzt befüllen lassen mit Next Bytes. Ja, mit einer Methode gibt mir gleich die ganze Sequenz, die jetzt kommt. Ja, das Random Next liefert ja eine Zahl und diese Next Bytes füllt das ganze Array entsprechend an. Das gleiche machen wir auch mit diesem Secure Public Void Secure Random Multiple. Und auch hier machen wir es so, dass wir sagen, okay, unser Byte Array Data ist gleich System Security Cryptography Random Number Generator Get Bytes, und zwar Amount. Wie viele hätten wir gern? Benchmark. So, und dann schauen wir mal, wie es denn jetzt auch schon wird. Ja, wieder mal kompilieren. Start without debugging, wichtig auf Release. Ja, und dann lassen wir ihn wieder mal laufen. Fertig, und er sagt, schwuppdiwuppdiwupp, machen wir einen Grüßer. So. Also, auch bei den Multiples sind wir ungefähr um den Faktor 10 langsamer, wenn wir uns das so ansehen. Ja, das Classic zu, ja, nicht ganz, Faktor 6 von hier zu hier. Ja, wenn wir größer sind, auch hier Secure zu Secure Multiple Faktor 3. Also, auch wenn wir mehrere haben, sehen wir, wir sind langsamer, aber bei weitem nicht mehr so viel. Ja, der Größenunterschied ist signifikant weniger. Was wir natürlich auch sehen ist, wenn wir 10 Zufallszahlen generieren, eine nach der anderen, dann sind wir auch signifikant langsamer, wie wenn wir gleich 10 auf einmal generieren. Das gleiche mit 100, mit 1000 oder 100.000. Ja. Also Classic Random braucht hier 6 Millisekunden und Random Multiple braucht nur 300 Nanosekunden. Also hier ist auch sehr großer Unterschied. Das könnten wir mal überlegen, wenn wir mehrere Zufallszahlen brauchen, wie kommen wir auf die Sache? Ich meine, der Vergleich hier ist nicht ganz fair, da wir hier Integer generieren und unten keine Integer, sondern Bytes generieren. Aber was wäre, wenn wir auch Integer brauchen? Hilft uns das dann auch? Ja, mal kurz überlegen, was könnten wir denn da machen? Ja, geben wir mal die Secure weg. Ja, die Secure brauchen wir dann, wenn wir wirklich kryptografisch sauber sein wollen. Ja, ansonsten reicht uns der Classic. Aber was ist, wenn ich sage Classic Random Multiple Two? Oder ein Multiple, so brauchen wir ja nicht. Ja, machen wir auch weg. Und jetzt wollen wir auch entsprechend viele Integer generieren, nämlich Amount viele. Ja, wir machen jetzt ein Integer Array. Result int ist gleich New Integer Array mit Amount. Wenn wir das machen wollen, brauchen wir aber ein Byte Array. Data ist gleich New Byte Array mit Amount mal 4. 4 Bytes sind ein Integer. Und jetzt könnten wir sagen, random.nextBytes füllen uns mal dieses Data an. Ja, ich habe bei random hier keine Möglichkeit, irgendwie ein Integer Array anzufüllen. Oder doch, NextByte, NextDouble, NextInt64? Nein, NextBytes, nein, habe ich nicht. So, das heißt, jetzt ist das angefüllt und jetzt müssen wir unser Integer Array im Endeffekt durchgehen und entsprechend befüllen. Gut, da gibt es einen Bit-Converter. TuIn32 würde uns ja mal ein Byte Array in einen Integer entsprechend umwandeln. Naja, was hatten wir noch? TuIn 16, 32 Bits. Na, es wird schon das werden. Ja, braucht was? Braucht ein Byte Array und braucht einen entsprechenden Startindex. Also, wo soll er denn eigentlich gerade anfangen? Er liest ja dann immer 4 Bytes. Ja, nehmen wir mal i und brauchen hier dann so ein Schleifchen vor int i gleich 0 i kleiner result int Punkt length i plus plus. Und jetzt müssen wir das Integer Array natürlich befüllen. I stimmt jetzt natürlich nicht, sondern i mal 4. Natürlich nicht vergessen das Attribut Benchmark drüber. Benchmark.
und dann darf er schon wieder mal arbeiten. So, dann, was haben wir hier? Random Multiple 2. Wir sind hier einen Tick schneller, wenn wir mehrere Random Integer generieren, als wie wenn wir eine nach den anderen generieren. Ja, einen Tick, aber wirklich nur. Aber was schon auffällt, wir brauchen natürlich signifikant mehr Speicher, der allokiert wird. Da sind wir rechts her. Ja, wir brauchen viel mehr Speicher, weil wir natürlich erst dieses Array generieren und dann wieder umwandeln müssen. Trotz dieser Schleife, die wir zusätzlich das ganze Array durchlaufen, sind wir schneller, witzigerweise. Aber wie gesagt, das Problem ist, wir generieren hier zusätzlich entsprechend viel Speicher und dadurch ist das wohl auch wieder keine Option, denn dieses bisschen schneller, ja, ist keine Rechtfertigung für den entsprechend mehr Bedarf an Speicher. Ja, so viel mal zu den Klassikern mit den Random Number Generators und der, ja, einer kleinen Performance-Analyse.